Oh. Na? Hast du noch Bock? Herzlich willkommen bei Who is Tommy? Ja, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, was er heute macht. Yeah. Lass mal ein Abo oder vielleicht auch einen Daumen da, dann wird die Community im Endeffekt auch viel größer. Extrem. Abo-Button. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Was geht ab? Mein Name ist Tommy. Wir befinden uns in Fortnite, wir befinden uns im Battle Royale und wir befinden uns im Schusstest oder Schießtest Nummer Uno. Der erste Test für das neue Schusssystem ist seit gestern am Start und natürlich wollen wir uns das Ganze angucken, aber werden wir als erstes mal so ein bisschen drüber reden, was ist überhaupt mit diesem Schießtest passiert? Was macht der überhaupt? Weil tatsächlich so, ich habe viele, viele Anfragen bekommen und ich war auch kurz der Meinung, dass sich gar nichts geändert hat. Es hat sich aber geändert und wenn man weiß, was sich geändert hat, dann merkt man es auch beim Zocken. Wir gehen das einfach mal gerade durch. So, wir haben als allererstes Waffen erhalten, jetzt zusätzliche Genauigkeit beim ersten Schuss. Dies wird durch das rote Leuchten des Fadenkreuzes dargestellt. Dieser Effekt tritt in folgenden Situationen ein. Stillstehen, zielen, nicht kein Feuer aus der Hüfte, Streuradius bei maximaler Zielgenauigkeit, daher im Klartext, wenn ihr länger nicht abgedrückt habt. Das unterscheidet sich für jede Waffe. Ich weiß nicht genau, wer jetzt, ja? Kritischer Schaden bei Kopfschüssen wurde reduziert. Schrotflinten verursachen nun 150% Schaden, vorher 250. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Alle anderen Waffen, die kritische Treffer bei Kopfschüssen ermöglichen, verursachen jetzt 200% Schaden, vorher waren es 250. Einige Waffen verursachen jetzt auf Distanz weniger Schaden. Bis zu einem festgelegten Distanzwert verursachen Waffen 100% Schaden. Die Schadensreduzierung beginnt ab verschiedenen Reichweiten, je nach Waffe. Wie genau die Reichweiten der jeweiligen Waffen sind, haben sie nicht geschrieben. Bis nur noch 70% Schaden verursacht wird. Also beispielsweise sagen wir, ihr seid mit der AR unterwegs und wollt einen auf 3 Kilometer erschießen, werdet ihr wahrscheinlich nur 70% Schaden machen. Scharfschützengewehre, Raketen, Granatwerfer und Schrotflinten sind davon allerdings nicht betroffen. Weitere Anpassungen sind das halbautomatische Scharfschützengewehr verursacht jetzt 75 bzw. 78 Schaden, vorher waren es 63 bzw. 66. Und das Sturmgewehr mit Zielfernrohr verursacht jetzt 25 bzw. 26 Schaden, vorher 23, 24. Gute Anpassung, wie ich finde, weil ihr wisst, mit dem automatischen Scharfschützengewehr habe ich sehr ungern geschossen, weil es einfach, wenn ich denn da mal getroffen habe, zu wenig Schaden gemacht hat. Das ist ein bisschen gefixt worden. Und Sturmgewehr mit Zielfernrohr sowieso gefällt mir auch sehr gut. Und alle Maschinenpistolen erhalten 2 Punkte Grundschaden. Maschinenpistolen, ihr wisst, wir nennen sie bei uns hier die Uzi. Macht jetzt auch 2 Schaden mehr. Gefällt mir auch sehr gut. So, das haben wir durch, das sind wir durch. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal in-game an. Bis gleich. So, angekommen im Battle Bus. Wenn wir jetzt hier einfach mal gleich irgendwo hinspringen. Zu meinem großen Bedauern gibt es den Modus zurzeit leider nur im Squad-Modus. Bedeutet, wir werden immer gegen 4 Mann kämpfen oder gegen so Freaks wie wir, die einfach alleine hier rumhängen. Aber das ist irgendwo auch verständlich. Die können jetzt nicht für diesen Test nochmal die Squad-Duo und Solo hinpacken. Deswegen akzeptieren wir das und springen jetzt einfach mal. Ja, gute Frage. Da hinten ist noch mein Häuschen. Und natürlich interessiert mich auch, was sagt ihr dazu? So, ihr könnt mir gerne mal unter das Video so unterschreiben, was habt ihr für Erfahrungen mit dem Modus gemacht? Wie gefällt euch das Ganze? Was gefällt euch eventuell gar nicht? Das würde mich natürlich sehr interessieren. Ich habe schon einige Runden gespielt und werde euch gleich am Ende des Videos auch noch sagen, was mir sehr gut gefällt, was mir eventuell nicht so gefällt. Aber als allererstes spielen wir jetzt mal eine dicke Runde. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir hier jetzt gerade alleine sind. Nein! Oh Gott.
Ich spiele mit Maus und Tastatur, wie ihr seht, nicht mit Joystick. Um das hier tatsächlich auch richtig abchecken zu können, ist es, glaube ich, wichtig, mit Maus und Tastatur zu spielen. Oh. Ich müsste nochmal hoch, ne? Kommen wir denn da jetzt am besten hoch? So. Oh, easy. Oh, ein Trank. Ist zwar kein Livestream und der Jockel kann uns nicht direkt anschnauzen, aber ich trinke ihn besser doch direkt. Ihr wisst das, in den Livestreams sitzt immer der Jockel und wartet nur darauf, dass ich den Trank nicht direkt zu mir nehme, um mich dafür fertig zu machen. Und er vergisst einfach komplett, dass ich auch Gefühle habe. Bin in Therapie deswegen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir brauchen noch weitere Waffen. Der ist noch nicht so prickelnd, ne? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da haben wir eben noch drüber gesprochen, über die Waffe. Die soll ja jetzt auch mehr Schaden machen. Und was mich interessieren würde, lass uns doch mal gerade gucken. Geht hier was von Reichweite? Ja, hier steht Reichweite 1. Aber hier steht auch Reichweite 1. Und hier steht auch Reichweite. Und hier? Reichweite 3? Was? Okay. Gut. Ne? Alles super, kleiner Pupa. Gucken wir mal. Was sagt die Zone? Oh, ist in Ordnung. Kann man jetzt ganz geschmeidig mal hinlaufen. Ich würde ganz gerne noch zu der kleinen Hütte da hinten. Ach, verzeiht mir das Husten. Aber, interessiert wahrscheinlich keinen von euch, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ha! Heute Nacht, also letzte Nacht, hatte ich einen kleinen Allergieanfall. Das bedeutet, ich habe dort gelegen und keine Luft mehr bekommen. Das Ganze wirkt sich gerade im Moment noch so ein bisschen auf meine Stimme aus und hier war schon einer. Nee. Und auch auf meine Art und Weise zu atmen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal einen kleinen Huster rauslasse. Kann das gerade nicht so wirklich kontrollieren. So. Jockel, guck mal, was ich habe. Noch ein Trank. Schnell, ne? Hoppa. Wollen wir mal los Richtung Zone jetzt gehen? Lieber oben rum. Sicher ist sicher. Vielleicht nehme ich mal noch ein bisschen Stein mit. Wie gesagt, wir kämpfen jetzt hier wieder im Squad-Modus. Wir können uns dann gut und gerne auch mal ein paar mehr über den Weg laufen. Weiß runter, Junge. Alles klar. Los, war hier noch keiner? Voll gut aus für mich. Den nehme ich jetzt nicht mit. Aber die Pumpe wollen wir natürlich testen. Die nehmen wir jetzt mal mit. Leider unterm Dach, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Müssen uns dann doch so langsam in Richtung Zone begeben. Der Skifahrer ist unterwegs Richtung Zone. War auch noch keiner? Oh ne, nice. Gucken wir mal, was wir eventuell noch so kriegen können. Ah, also im Normalfall wisst ihr ganz genau, würde ich die jetzt austauschen.
Aber wir wollen ja gucken, was die halbautomatisch jetzt tatsächlich drauf hat. Deswegen nehmen wir diese jetzt auch mit. Im Normalfall tausche ich halt tatsächlich immer. Epic versucht hier die halbautomatische ein bisschen attraktiver zu machen. Und dann wollen wir natürlich auch gucken, ob die es geschafft haben. Da war auch noch keiner. Wo sind denn die alle hingesprungen? Sag. Bin ich so alleine? Wir laufen. Und zwar einmal Richtung Tomato Town. Wenn hier jetzt auch keiner war, also dann fresse ich auf dem Besen. Samt Stiel. Ne, da unten ist die Tür auch vor. Glück gehabt. Ich hätte jetzt gar keinen Hunger gehabt auf Besen. Die Tür offen. Noch ein Medikit. Würde jetzt ganz gerne, glaube ich, erstmal kurz hier warten und gucken, was die Zone macht. Die kommt ja da schon. Und dann können wir gucken, wo wir uns eventuell einen kleinen Palast bauen oder eine Burg oder eine Liebesgrotte. Oh, seht ihr? War nämlich kurzzeitig schon mal überlegen, da unten jetzt mehr auf dem Garagendach, auf dem Tankstellendach was zu bauen, aber das wäre jetzt ja vollkommen Blödsinn. Allerdings würde ich ganz gerne das Medikit noch holen. Vorne wurde auf jeden Fall einer erlegt, weil der Loot, der da liegt, da nicht gespawnt. Auf gar keinen Fall. Trifft sich allerdings ganz gut, dass der Schussmodus hier gerade im Squad-Modus verfügbar ist, weil braucht nämlich noch für die täglichen Aufgaben Platzierungen in den Top 12, wenn ich nicht. Auch wenn der Battle Pass mittlerweile voll ist, mache ich die natürlich trotzdem. Gibt da noch ein bisschen EP und so. Was ist hier los gewesen? Eine wilde Schlacht. Ich glaube, sie haben sich hier ordentlich auf die Fresse gehauen, ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nicht mehr da sind. Jetzt klingelt mein Handy in diesem Moment. Setzt euch rein. Das geht ja gar nicht. Was kommt davon, wenn man vergisst, das Ding auf lautlos zu machen? Naja, habt ihr auch mal mein Handy-Klingelton gehört? Wundervoll, oder? Sind tatsächlich noch keine Gegner begegnet, ne? Da will man mal ein bisschen Action haben, um zu gucken, wie das mit dem Schießen hier und so abgeht. Da kommt einfach keiner. Da kommt einfach keiner. So, jetzt machen wir gerade das Handy auf lautlos. Bevor das jetzt nochmal passiert. So. Wir können hier einfach so rumstehen anscheinend. Das, juckt hier keinen. Aber ich glaube, hier werde ich dann jetzt doch so langsam. Oh. Was zur. Warum baut er denn jetzt schon wieder noch da oben? Jetzt mal ganz im Ernst. Verarscht mich doch nicht. Mich jetzt gerade so. So. Okay. Das ist ein Airdrop, der wird angeschlossen sogar.
hier vielleicht? Nee, mit dem Baum geht. Hopp. Er hat da gerade geschossen. Ja gut, Schadenswerte gucken, das ist natürlich scheiße, wenn man nicht trifft. Meine Güte. Hat das Handy auf lautlos gemacht und trotzdem klingelt es. Das ist natürlich auch wundervoll, ne? Naja, soll passieren. Ich das mal grad ein bisschen. Pack das mal hier hin. So. Ist natürlich immer noch darauf achten, dass hier nicht einer uns direkt auf die Pelle rücken will. Habe ich zu hoch geschossen? Jetzt hat er sich bewegt, der Faggot. Wow. Wow. Tommy, Meistersniper. Bester Sniper im Game. Oh. Ja, es tut mir leid. Okay. Okay. Wo ist Meister Scar? Und wo kam denn jetzt gerade dieser Sniper-Schuss, sag mal? Ah. Ich hab noch gerade gesehen. Oh! Na? Hast du noch Bock? Glaube ich irgendwie nicht. Glaube ich irgendwie nicht. Ah. Okay, hier sind auf jeden Fall noch mehr Sniper unterwegs. Ja. Da unten ist einiges an Menschen. Ich glaube, die wollen mir in den Arsch treten. Oh, ho, 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 ho. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Okay, das waren dann vielleicht doch ein wenig viele. Heilige Scheiße, wir gucken mal hier drüber. Oh ja, gut. Gut, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was auf mal in die Lobby. Also, wir können mal direkt drüber reden. Einige Sachen gefallen mir ganz gut. Der verringerte Pumpenschaden gefällt mir im Übrigen sehr gut.
Es ist einfach so, die Pumpen waren zu stark auf den Kopf. Die haben gewone-shottet auf den Kopf und das mit dem Rumgehüpfe dann noch dazu war einfach zu doof. Mir persönlich hat das so gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir auch in die Kommentare. Das halbautomatische Scharfschützengewehr und das Sturmgewehr mit Zielfernrohr, der verursacht jetzt mehr Schaden. Gefällt mir auch sehr gut. Maschinenpistolen wurden ein bisschen gebufft, sozusagen. Gefällt mir auch sehr gut. Und das mit den einzelnen Distanzen, das muss man halt noch abwarten, weil es zurzeit halt gar keine Informationen gibt, welche Waffe auf welche Distanz überhaupt den Schaden macht. Das sind so erst meine Eindrücke aus dem Ganzen. Ihr habt das gerade gesehen, mit der halbautomatischen kann man also definitiv auch einen One-Shot auf den Kopf drücken. Das ist gar kein Problem. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut. Tschüssikowski, adieu, au revoir. Und wie immer. Wir sagen vielen Dank, das war's mit diesem Video. Klickt doch bei den nächsten rein und genießt auch an diese Show. Like und Abo-Button habt ihr schon gefunden. Jetzt könnt ihr auch den restlichen Kanal erkunden. Geht jetzt link mit euren Fingern auf die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr von dieser alten Socke. Habt doch alle einen schönen Tag. Habt noch alle einen schönen Tag.